Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserer Sendung vom Format Naturmedizin. Ich möchte heute das Thema Stammzellen in den Fokus setzen. Was sind Stammzellen? Was haben sie für Aufgaben? Was ist der Nutzen davon? Was für Therapieformen gibt es in Bezug auf Stammzellen? Was heißt, wenn ich noch mehr Stammzellen habe, bin ich noch gesünder? Oder haben Stammzellen letztendlich auch eine Wirkung auf chronische Krankheiten oder auf Schmerzen, wenn wir hier eine Optimierung hinbringen können? Das sind Fragen, die ich habe, die ich einem Gesundheitsanalyst stellen will, der sehr vieles weiß in Bezug auf diese Stammzellen, insbesondere weil in Amerika und in Asien hier sehr viel aktiver gearbeitet wird mit diesen Ideen und Möglichkeiten, als wir es hier in Europa hören. Deshalb sind Sie gespannt. Nach dem Intro geht's los. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich meinen Gast auch zuerst mal vorstellen. Es ist der Jan Wiegel. Herzlich willkommen, lieber Jan. Dankeschön, lieber Alexander. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du uns jetzt mal ein bisschen auf die Reise nehmen? Mein Intro war ja breit. Was sind Stammzellen? Wo sind die? Haben wir die überall? Sind die im Knochenmarkt hauptsächlich in der Produktion oder was ist jetzt da Sache? Ja, prinzipiell haben wir überall Stammzellen im Körper. Aber je älter wir werden, umso geringer wird die Anzahl der Aktivität der Stammzellen. Nun ist das Problem im Prinzip, dass Stammzellentherapie extrem teuer und aufwendig ist und vieles in Europa davon verboten ist, selbst wenn es gut sein mag. Die Frage war also, wie kriegt man das hin, Stammzellen im Körper zu aktivieren? Und da ist man bereits durch Lauren Picard in den 70er Jahren darauf aufmerksam geworden, dass es ein Polypeptid gibt, das heißt GHK, was sehr reich an Eiweiß, ein Eiweißmolekül ist, was in der Lage ist, wiederum, wenn es sich an Kupfer bindet, Stammzellen zu aktivieren. Der Nachweis dafür ist allerdings erst 2010 gekommen, weil das ein anderer amerikanischer Wissenschaftler aufgegriffen hat und geguckt hat, wenn ich dieses GHKCU in meinem Körper drin habe, dann müsste ich doch damit in der Lage sein, unter anderem eben Telomere zu regenerieren und Stammzellen zu aktivieren. Das ist aber nur eins von den wenigen Dingen, was dieses, sagen wir mal, neue Zaubermolekül GHKCU im Körper auslöst. Wir haben es von vornherein in unserem Blut mit drin. Ja. GHK ist eine Abkürzung, das steht also für Glycyl, für Histidyl und für L-Lysin. Mhm. Das sind also drei Aminosäuren, die miteinander verbunden sind und die sind sehr, sehr kupferbindungsfreudig. Mhm. Das heißt, wenn es noch Kupfer dazu bekommt, dann ist eben dieses Tripeptid GHKCU und das sieht so aus und das kann unglaublich viele geniale Wirkungen in unserem Körper auslösen, Regeneration von Organen, von Zellen im Generellen, Entzündungsprozesse reduzieren, Wundheilung aktivieren. Es führt zu einer erhöhten Stammzellenbildung, um wieder auf das zurückzukommen, womit du ja angefangen hast. Und ist absolut das neueste Zauberding, wenn ich das mal so sagen darf, der regenerativen Medizin. Man hat am Anfang immer versucht, auf Stammzellenaktivierung zu kommen, indem man zum Beispiel dieses Heilfasten propagiert hat. Heilfasten ist auch eine tolle Sache, ganz klar. Aber das Dumme ist, dass wir diese Stammzellenaktivierung eigentlich erst dann erreichen, wenn wir bereits 48, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht so ganz einig, bis 72 Stunden in diesem Heilfastenmodus drin sind. Das ist natürlich für normale Menschen relativ anstrengend, das zu erreichen. Und es gibt eine Möglichkeit, wie man das sehr einfach und sehr schnell für jedermann erreichen kann, indem man sich nämlich einen Patch klebt. Ein kleines Pflaster, 2,5 Zentimeter groß, was bestimmte Lichtwellen aus dem Körper Infrarotfeld in den Körper zurücksendet und dem Körper damit im Prinzip einfach impliziert, mehr von diesem GHKCU zu produzieren. Und durch diese Produktion kann wiederum dieses GHKCU Stammzellen im Körper bilden. Aus ganz normalen Hautzellen werden pluripotente Stammzellen gebildet, also undefinierte Zellen, die genau dahin wandern, wo der Körper sie braucht. Da, wo Schmerzen sind, da, wo Entzündungen sind, da, wo etwas regeneriert werden muss. Du hast gesagt, 2010 sind die ersten Studien dazu erschienen. Wie viel Stammzellen wird da eine produziert oder sind das irgendwie unfassbar viele, die der Körper dann durch solche Reflexionen produzieren kann? Der Körper kann prinzipiell nahezu unendlich viele damit produzieren,
Aber es kommt gar nicht so sehr auf die Anzahl der Stammzellen drauf an, sondern mehr auf deren Aktivität. Und dass sie dahin wandern, wo man sie eben dementsprechend tatsächlich braucht. Also reflektiert man dort, wo man sie haben will? Das wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch über das Zentralgeflecht arbeiten und man könnte zum Beispiel einfach dieses Patch, was dieses GAKCU und damit die Stammzellen aktiviert, aufs Zentralgeflecht kleben, zum Beispiel auf C7, das ist also im Nacken ein Punkt, der die 6 Meridiane der Körperrückseite im Zentralpunkt trifft. Oder man könnte sich das unter den Bauchnabel kleben, dann hätte man die 6 Meridiane der Körpervorderseite. Was aber nicht heißt, wenn ich mir das Stammzellenpatch auf die Vorderseite klebe, dass ich dann nicht meine Rückenschmerzen wegbekommen könnte. Es ist einfach alles miteinander verbunden, aber es ist prinzipiell nicht wirklich ganz entscheidend, wo man das Patch hinklebt. Es funktioniert definitiv. Wenn wir uns mal angucken wollen, was dieses GAKCU kann, es kann also, wie gesagt, diese Stammzellen erhöhen. Es kann aber auch 4000 Gene auf jugendlichere Ebenen wieder zurückaktivieren. Das ist also sozusagen ein Reset von mehr oder weniger 30% unseres Genoms. Es kann DNA-Schäden reparieren und damit auch die Reparatur der DNA fördern. Es hat unendlich viele Anti-Aging-Effekte auf der zellulären Ebene und es kann auch Fibrinogen unterdrücken. Das ist ganz wichtig, denn wenn sich GHK im Körper erhöht, dann geht das Fibrinogen runter. Das ist ja der Blutgerinnungsfaktor, der im Alter immer mehr normalerweise steigt, währenddessen dieses GAKCU, was ja ganz natürlich in unseren Zellen vorkommt, in hoher Anzahl, wenn wir jung sind, dann dementsprechend normalerweise sinkt. Und genau das müssen wir umkehren, um zum Beispiel solche Dinge wie Schlaganfall oder generell koronale Erkrankungen von vornherein drastisch reduzieren zu können. Und das funktioniert durch dieses Patch unter anderem eben auch. Wir können dementsprechend aber natürlich, wenn ich die Zelle als solche regeneriere, kann ich natürlich damit das gesamte Organ auch regenerieren und fördern. Die Durchblutung von Gewebe wird drastisch erhöht. Wir können Entzündungen und Schäden durch freie Radikale reduzieren. Haarwachstum wird stark angeregt. Die Vergrößerung der Haarfollikel ist gegeben und die Wundheilung kann stimuliert werden. Weil das andere natürlich relativ schwer optisch zu dokumentieren ist, möchte ich einfach mal ein paar Beispiele im Bereich von Wundheilung zeigen. Mhm. Also wer noch nicht gefrühstückt hat, gut hingucken oder jetzt erstmal weggucken. Das ist eine Operationsnarbe, nur mal als Beispiel. Und dazwischen, also zwischen diesen beiden Fotos liegen genau 2 Wochen. Ist ja nicht fassbar sowas. Nein, wirklich. Ja, ich habe hier noch mal ein paar weitere Beispiele. Hier haben wir jetzt also genau 1 Monat und 4 Tage. Weg. Es ist nahezu weg, ja. Man kann es natürlich noch leicht sehen, aber es ist unglaublich beschleunigt. Meine Mutter hatte gerade, gucken wir uns das Bild als erstes mal an. Mhm. Das ist ein Bekannter von mir, der hat sich den Finger in der Autotür geklemmt. Dummerweise war das eine Mercedes S-Klasse und die Tür hat sich dann auch noch zugezogen. Oh nein. Und da war nichts mehr zu machen. Die Fingerkuppe war ab. Und er ist damit zum Krankenhaus gegangen und die haben gesagt, das können wir vergessen. Dann hat er gesagt, bitte, bitte nähen Sie sie an. Sie wurde angenäht, das ist das erste Bild, was man hier sieht. Und nach 3 Tagen war der Finger oder die Fingerkuppe mehr oder weniger schwarz, also schon fast nekrotisch. Und es sah eigentlich so aus, als würde sie absterben. Und naja, das hat dann ungefähr weitere 2 Wochen gebraucht. Dann war es erheblich besser und man sah, dass es eben nicht abstirbt. Und nach 2 Monaten sieht man die Bilder rechts, man kann es kaum noch erkennen. Unfassbar. Meine Mutter ist 83 Jahre, die hatte jetzt gerade eben eine Hüft-OP. Die Bilder durfte ich leider noch nicht verwenden. Die Narbe und dann das Ganze 4 Wochen später. Also der Unterschied, die Ärzte haben alle gefragt, wie sie das gemacht hat. Weil das kann keiner für möglich halten, was da für Möglichkeiten bestehen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einfach mal den Bereich Anti-Aging. Weil, wie gesagt, wenn die Haut sich regeneriert, wenn ich von innen heraus mehr Kollagen und Elastin bilden kann, dann sieht man das natürlich auch im Hautbild. Das sieht man jetzt wirklich, sogar ich sehe das, dass die Augenfalten da deutlich geringer sind. Hä? Ja, das ist jetzt über fast ein Jahr der Entwicklungsprozess. Das geht natürlich nicht über Nacht, das ist klar. Aber wenn der Körper gesund ist, wenn die Organe gesund sind, dann kommt das eben natürlich auch im Optischen zum Tragen und man verjüngt sich dementsprechend auch im Äußeren. Graue Haare gehen auch wieder weiter zurück. Also es ist sehr faszinierend. Das kann allerdings bereits schon durch das Kupfer kommen, was als natürlicher Bestandteil intrazellulär bei uns auch vorhanden ist. Aber man kann das auch unterstützen, indem man zum Beispiel dunkle Schokolade isst. Ab 85% ist sehr gut.
oder reiche Kupferlieferanten neben der Schokolade zum Beispiel auch noch. Also man kann das Kupfer natürlich auch als Tablette nehmen, das ist also auch gar kein Problem. Die gibt es in der Apotheke für ungefähr 20 Euro. Für 2 Monate kommt man damit hin, jeden Tag eine kleine 1-Milligramm-Tablette Kupfer. Bitte vorher den Arzt fragen, wenn man irgendwelche Indikationen hat, falsche, schlechte Leberwerte oder ähnliches. Aber für normale, gesunde Menschen ist 1 Milligramm Kupfer am Tag überhaupt gar kein Problem zuzunehmen. Und da tut sich eben sehr viel. Nüsse sind zum Beispiel Paranüsse, brasilianische Nüsse sind sehr reich an Kupfer, sind also auch ein ganz, ganz toller Bestandteil, mit dem man unter anderem dann seine Stammzellenproduktion, sofern man denn sein GAKCU aktiviert und auch gemehrt hat, anregen kann. Ich muss immer noch eine Zwischenfrage stellen, weil innerhalb der Gesundheitsindustrie oder Krankheitsindustrie explodieren ja auch Brustkrebs und Prostatakrebs. Und wenn ich ja das gesehen habe, was du jetzt da gerade gebracht hast, und mir überlege, dass der Körper durch solche PETS-Reflexionen mehr Stammzellen produziert, müsste doch eigentlich der Selbstheilungsprozess bei der Brust oder Prostata ja genau gleich forciert werden, von innen nach außen. Ja, es werden Stammzellen heute häufig auch in Kombination mit Glutation eingesetzt bei Krebsbehandlungen. Sehr erfolgreich. Glutation eigentlich ja schon seit 10 Jahren in Amerika. Das ist ja das haupteigene Maß der Antioxidanz des Körpers. Mhm. Interessanterweise wird das wiederum, wenn man GAKCU im Körper erhöht, was wiederum die Stammzellen produziert, werden automatisch im Körper neben vielen anderen Hormonen auch Glutation wiederum angeregt. Carnosin wird angeregt. Das heißt, man kommt auf jeden Fall in die Richtung. Natürlich dürfen wir jetzt hier nicht sagen, okay, entleben Sie sich einen Patch und Ihr Brustkrebs oder Ihre Prostatakrebs ist verschwunden. Ja, man kann es zumindest in Ergänzung tun, aber oder? Es ist auf jeden Fall ein Weg, der keinerlei Risiko hat, bei dem nichts in den Körper eindringt und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit positiv auf den Krebs einwirken kann, ist sehr, sehr groß. Das waren ja schöne Bilder oder unschöne Bilder, die schön wurden. Aber die Studien, die dazu mal gemacht wurden, sind ja schon viele Studien, die gemacht, aber die sind ja immer wieder auf irgendeine krankheitsbezogen gemacht worden, oder? Jetzt nicht auf Krebs wahrscheinlich, aber spielt ja keine Rolle. Wenn wir das Prinzip verstehen, genau, können wir sie eigentlich für alles anwenden. Also die Studien zu GAKCU explodieren gerade. Mhm. Es entstehen momentan mindestens 30 verschiedene Studien von den unterschiedlichsten renommierten Wissenschaftlern zu dem Bereich. Was man auf jeden Fall zeigen kann, schon mal, dass generell dieses Patch zum Beispiel, dieses GAKCU im Körper erhöht. Hier haben wir zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass dieses Patch Aminosäuren, also 8 Aminosäuren drastisch anregt, dass die Schlafqualität sich innerhalb von 24 Stunden drastisch erhöht hat. Das ist auch schon mal ziemlich interessant, dass der Metabolismus sich komplett verändert zum Positiven, dass man sich dementsprechend verjüngt. Wir haben hier noch eine Studie, bei der man zum Beispiel sehen kann, als erstes Mal, was ja auch ganz entscheidend ist, dass durch dieses Patch tatsächlich diese GAKCU-Produktion im Körper drastisch erhöht wird. Denn das ist die Grundbasis dafür, überhaupt diese Stammzellen wieder bilden zu können aus normalen Hautzellen. Und gerade wenn man älter ist, hat der Körper einfach erheblich weniger Stammzellen zur Verfügung. Und wenn ich dann in der Lage bin, aus normalen Hautzellen, die ja jeder hat, pluripotente Stammzellen zu bilden, dann habe ich damit im Prinzip den Schlüssel zur Altersumkehr gefunden. Ich werde nicht gleich wieder aussehen wie 30, aber wenn ich jedes Jahr mein biologisches Alter um 1-2 Jahre verringern kann, und das ist heute problemlos machbar, dann ist das schon eine Altersumkehr. Mhm. Mhm. Und ein genialer Weg, auf ganzheitliche Art und Weise den Körper zu unterstützen und den Menschen generell einfach wieder mehr Potenzial zu geben, das zu leben, was wir eigentlich leben wollen. Licht, Liebe. Genial. 40%, wie gesagt, sieht man in dieser Studie, GAKCU. Aktivierung und Anreicherung innerhalb von einer Woche. Und es ist eine Doppelblindstudie, das heißt klinisch vollkommen evident und unstrittig. Würdest du jetzt eigentlich sagen, bei allen Krankheitsproblemen, gesundheitlichen Problemen, Schmerzpatienten und, dass man es einfach mal versuchen sollte, über diese körpereigene Stammzellenproduktion hier mal entgegenzuwirken, in Eigenverantwortung? Absolut.
Absolut. Man hat ja absolut kein Risiko. Das ist ja das Schöne dabei. Im schlimmsten Fall würde es so bleiben, wie es vorher war. Aber auch dieses Worst-Case-Szenario ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Denn GHKCU hat jeder Körper, jede Zelle von vornherein drin. Wenn wir jung sind, sind unsere Zellen voll mit GHKCU. Wir müssen es einfach nur wieder aktivieren. Und das ist ganz einfach, indem man einfach sich einen Patch klebt. Und ich sage einfach immer nur, kleben und erleben. Das Tolle ist, man hat eine 90-tägige Geld-Zurück-Garantie bei diesem Unternehmen, was diese Patches herstellt. Das heißt, ich kann ganz unbeschwert, risikofrei testen, jeden Tag einen Patch kleben. Und wenn ich dann nach 90 Tagen merke, hat mich nicht überzeugt, ich sehe keinen Unterschied, ich sehe immer noch genauso aus wie vorher, ich fühle mich nicht besser. Schmerzen, aber ich sind muss die leider gleichen. Warnen, die Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen gering. Es will keiner diese Patches zurückgeben. Der lacht so schön. Ja. Aber das ist ja wirklich ein Segen. Weißt du, da kann man so viel Elend und Leid eigentlich verbessern durch diese Selbstreflexion der Zelle. Und das finde ich bedeutsam. Und ich wundere mich, dass das jetzt nicht irgendwie ein großer Supermarkt aufnimmt und sagt, ich lege das in die Kasse neben die Schokolade, diese Pets, weil das wäre ja, das ist ja nicht nur ein Verkaufsrennen, das ist ein Segen. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich da auch sowas wie eine Pharmaindustrie nicht unbedingt sonderlich daran interessiert. Denn das ist natürlich ein enormer Industriezweig, der, wenn der Mensch begreift, dass er unglaublich viel seiner eigenen Verantwortung darin bringt, seinen Körper zu regenerieren, zu verjüngen und wiederum von vielen Zivilisatose-Krankheiten wegzubringen, dann brauche ich weniger Medizin, um die Symptome einfach nur zu bekämpfen und wegzudrücken, sondern ich gehe an die Ursachen ran. Ja, ich bin da voll bei dir. Es ist leider so. Ich glaube das ja auch. Und trotzdem müssen wir uns eigentlich sagen, wenn das ja wirklich funktioniert, und das hört sich fast zu schön an, als wahr zu sein, aber mit diesen 90 Tagen hast du mich schon wieder abgeholt und sagst, denk nicht so kritisch. Welche Firma soll das schon machen? Ja. Das kann man sich ja nicht leisten, wenn es nicht funktioniert und alle geben es zurück, dann ist es vorbei. Wie lange gibt es die Firma schon? Die Firma gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Also wieder kein Start-up, wo man sagen muss, ein großer Slogan und nichts dahinter, sondern es. Ja, und jetzt gibt's ja noch ein paar große Namen, die kannst du vielleicht in dieser Sendung auch mal noch nennen, die mit diesen Pets ja schon gearbeitet haben, wo unsere Zuschauer auch kennen. Also es ging eigentlich los mit einem Patch, das hat speziell die ATP-Produktion in den Mitochondrien angeregt, in denen das körpereigene Fett verbrannt wurde. Die nannte sich Energy Enhancer. Das war eigentlich der große Durchbruch international für diese Firma. Und das ging eigentlich los in Los Angeles bei den Olympischen Spielen 1996. Und als Michael Phelps das erste Mal 8 Goldmedaillen abholte für das Stanford Schwimmteam. Ja, genau, das erinnere ich mich. Ja. Wir haben die deutsche Fußball-Weltmeisterschaft als die letzte, die wir eben gewonnen haben. Da haben sie auch die Patches getragen. Hätte man vielleicht bei der letzten auch nochmal tragen sollen. Also in Rio de Janeiro. Da hat man das gesehen bei Kadiri, bei Schweinsteiger. Die hatten das an den Knien dran. Da gibt es auch Fotos von. Wir haben etliche Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Weltmeister in allen Bereichen vom Boxen. Serena Williams hat die Patches getragen in ihrer aktiven Karriere. Man kann es einmal kreuz und quer durch den Gemüsegarten nehmen, weil es natürlich auch kein Doping ist. Denn es ist ja nur Licht in den Patches, was aus dem körpereigenen Infrarotfeld wieder reflektiert wird in den Körper. Und damit dürfte man den Sportlern dann auch nicht mehr erlauben, sich zu sonnen. Und insofern, es ist dopingfrei, es hat keinerlei Risiko, aber es bewirkt wirklich sehr viel. Das sind so große Namen, wo du sagst, und ich habe immer wieder da einige Ärzte hier, zum Beispiel der Dr. Kurt Moset, und er sagt auch immer wieder, zuerst geht's über den Sport und irgendwann 20, 30, 40 Jahre später kommst dann irgendwann einmal in die breite Medizin rein und hier kannst du jetzt wirklich eine Brücke schlagen, dass wir viel, viel schneller auf solche Ideen und Technologien greifen können in Eigenverantwortung. Absolut. Jetzt vielleicht einmal noch eine kritische Frage. Ich meine, klar, ich habe 90 Tage, ich habe überhaupt kein Risiko, aber bin ich irgendwie abhängig von diesen Pets? Muss ich die dann ein Leben lang irgendwie kleben oder einfach ist das temporär? Das ist eine sehr gute Frage, Alexander. Das ist genauso wie mit, nehmen wir mal wieder ein Auto. Wir haben einen guten Treibstoff. Also ich kann jetzt ja wählen, ob ich, weiß ich nicht, 95 Oktan oder 98 Oktan oder 100 Oktan tanke. Wenn ich 100 Oktan tanke, dann merke ich in der Regel, ich brauche weniger Treibstoff. Das heißt, der Motor läuft besser. Ich brauche also weniger. Also ist es im Endeffekt besser für den Motor und auch dementsprechend für meine eigene Geldbörse, weil das wird ja durch den geringeren Kraftstoffverbrauch, rechnet sich das ja wiederum. Beim Körper ist es genauso. Ich kann ganz viele
Vitamine und Nahrungsergänzungen mir geben und die bewirken etwas im Körper. Und nach einer gewissen Zeit, wenn ich sie nicht mehr nehme, dann sind sie einfach verbraucht und die Zelle funktioniert wieder genauso weiter in ihrem Stoffwechsel wie vorher auch. Bei den Patches ist es so, ich rege dementsprechend die Stammzellenproduktion an. Die Stammzellen sind da. Die arbeiten jetzt erstmal eine gewisse Zeit. Ich kann natürlich dann auch wiederum aufhören, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur wir altern natürlich täglich weiter. Jede Sekunde altern wir weiter. Und wenn ich natürlich feststelle, dass ich den Alterungsprozess nicht nur stoppen, sondern umkehren kann, dann muss ich leider warnen, es könnte wie eine leichte Droge wirken, denn die wenigsten wollen damit wieder aufhören. Mhm. Denn ich merke, ich habe mehr Energie. Ich spüre einfach mich in einem ressourcevolleren Zustand. Ich kann mich besser konzentrieren, ich kann besser schlafen. Ich kann nach dem Sport dementsprechend mich besser regenerieren. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, und das kann schon abhängig machen. Mhm. Aber das Patch als solches macht es nicht. Ja, also bei der Wundregeneration ist es ja bei den Narben, die hört man ja irgendwann auf, wenn die Narbe weg ist. Natürlich. Bei Schmerztappelpatienten, also wenn die dann plötzlich das Gefühl haben, boah, die Schmerzen sind weg und jetzt höre ich auf mit dem Patch, kommt der Schmerz wieder oder ist dann wirklich die Heilung vollzogen? Der Schmerz ist ja nur eine Anzeige sozusagen, dass irgendwas im Körper nicht funktioniert. Der Schmerz ist ja nicht da von sich aus, sondern er hat ja eine Ursache. Und diese Stammzellenpatches, die gehen an die Ursachen ran und wollen da reparieren, wo die Zellen kaputt sind, wo irgendwas fehlt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass man mit Stammzellen wunderbar ja auch wiederum Knorpel aufbauen kann. Die Gelatmasse in der Wirbelsäule kann sich damit wieder aufbauen. Es braucht einfach Zeit. Mhm. Was ist auch in der Regel nicht über Nacht gekommen. Und je länger man ein Symptom hat, umso länger dauert normalerweise auch deren Heilungserfolg. Aber mit den Stammzellen geht es eben häufig erstaunlich schnell. Jeder Körper ist ein eigenes Universum. Man kann nichts versprechen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist relativ groß. Und insofern kann ich es, wie gesagt, jedem nur empfehlen, kleben und erleben und abwarten, was passiert. Ich denke, die meisten Zuschauer werden absolut begeistert sein. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine möchte ich ein bisschen umschreiben. Ich habe keine Ahnung, was diese Pads kosten. Ich meine, unter Umständen gar nichts, weil ich es wieder zurückschicke, wenn ich zufrieden bin. Aber Genau. Wenn ich sage, hey, ich bin begeistert, jetzt möchte ich keine Zahl von dir hören, vielleicht nur so ungefähr in Form von wie viel Kaffees ich da letztendlich pro Monat letztendlich in Pads investiere und in einen schmerzfreien Körper oder in die Produktion von Stammzellen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich einen Espresso oder einen Cappuccino irgendwo in einer Bar trinke, dann ist das ein Cappuccino am Tag in einer Bar weniger und ich habe das Patch bereits kostenlos. Mhm. Sagen wir es mal so. Nun gibt es natürlich Bars, wo das teurer ist. Weil ist es weniger ja, teuer? Gut. Ja, ist klar. Aber mal ganz grob gesehen, oder weiß nicht, ich kaufe mir 2 Liter Milch für die Familie oder sonst was am Tag, dann habe ich ebenfalls das Patch bereits damit bezahlt. Also es ist einfacher wäre vielleicht zu sagen, ich verzichte vielleicht mal alle 2-3 Tage auf eine Flasche Wein. Damit tue ich ja meinem Körper auch was enorm Gutes und habe damit die Patches von vornherein kostenlos. Nicht umsonst. Dann würden sie ja nichts nützen, sondern kostenlos. Die letzte Frage, die ich jetzt auch noch gerne möchte, und zwar, ich bin nicht einfach da jetzt gleich so bestellt. Ich möchte ein bisschen noch mich schlau lesen. Ich möchte noch ein bisschen sehen, was da schon alles formuliert ist, wo man die Pads auch setzt, wo macht es am meisten Sinn. Und die Fußsohle oder hinter die Ohren, ich habe doch keine Ahnung. Man muss ja wirklich ein bisschen angeleitet haben. Wird man da irgendwie geschult, therapeutisch? Hat man einen Ansprechpartner oder gibt es eine Plattform, wo das alles schon steht? Man kann das alles auf der Webseite also am einfachsten ist es www.luxpatches.eu. Mhm. Lux wie lateinisch das Licht, LUX, Patches mit Englisch geschrieben, .eu. Da wird als erstes mal sehr viel über dieses GHK-CU erklärt. Noch viel ausführlicher, als wir das hier gemacht haben, was es eben alles kann. Dann gibt es einen Film, der erklärt, wie die Patches generell funktionieren. Und wenn man dann unten auf Ich will mehr wissen klickt, dann kommt man auch zu einem Konfigurator. Und auf dem Konfigurator gibt man ein, was man genau für ein Symptom hat. Und der sagt dann, welches Patch man wohin kleben soll. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die jetzt total begeistert sind, etwas Gutes in die Welt hinauszutragen. Und da frage ich mich einfach, kann man diese Art von Vertrieb, diese Art von
Vermittlung von etwas Gutem an Menschen mithelfen hinauszutragen, braucht man da noch einen Vertrieb, nachdem man 90 Tage Rückgaberecht hat? Weiß ich nicht, ob man da überhaupt noch was braucht, aber es wäre doch schön. Wir hätten in der Schweiz noch irgendwie 10.000 Leute, die das auch aktiv raustragen, in Deutschland und in Österreich. Da, meine, wir müssen doch von unten nach oben das Gesundheitswesen verändern, nicht von oben nach unten. Absolut, das sehe ich genauso. Das ist eine Form des Vertriebs vom Network Marketing und da werden dementsprechend immer Markenpartner gesucht. Aber eben das funktioniert bei uns nicht über das Akquirieren, man soll Geld damit verdienen, sondern die Idee ist, dass man von etwas begeistert ist und es dann anderen Menschen weiterempfiehlt, die dementsprechend dann auch tolle Erfolge haben. Es ist also ein Empfehlungsgeschäft. Und da kann man sich dementsprechend genauso über diese Webseite melden. Also und die gleiche Homepage kann man sich melden. Aber letztendlich kann ich mir auch ein Einkommen generieren. Absolut. Was Gutes. Absolut. Ja, und es ist ja im Prinzip eine eierlegende Wollmilchsau. Denn ich gebe anderen Menschen Impulse für mehr Lebensqualität, für ein gesünderes, besseres Leben. Und ich bekomme materialisierte Liebe Gottes zurück dafür. Und das ist einfach Harmonie pur in der ganzen Linie. Und ich bin in der Lage, sagen wir mal, dem klassischen medizinischen System, was wir hier haben, zu zeigen, dass es eben auch ganzheitlich wunderbar funktioniert, in der Regel sogar erheblich besser funktioniert. Ich bekomme immer wieder so viele Erfahrungsberichte von Anwendern, die dann zu ihrem Arzt zurückgehen, weil sie irgendwelche schwierigen Probleme hatten. Indikationen der Arzt, die aber im Prinzip nicht wirklich weiter, ja, in keine weiteren guten, positiven Impulse geben konnte, sie dann anfangen, diese Stammzellen-Patches zu nehmen und zum Arzt zurückgehen und sagen, schau mal, ich habe das genommen und nun geht es mir erheblich besser und die Ärzte sind einfach fassungslos. Viele gucken sich das an, gucken sich die Studien an und fangen dann selber an, das an ihre Patienten dementsprechend auch weiterzugeben. Und es gibt natürlich auch etliche klassische Schulmediziner, die sagen, das ist ein Wunder, das kann gar nicht sein, das ist ein Zufall, sowas gibt es gar nicht. Das kann natürlich auch passieren. Jan Wiegel, ganz herzlichen Dank für dieses informative, super Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht geht es Ihnen gleich so wie mir, wenn man so viele Spitzensportler hört, die schon damit gearbeitet haben, diese Bilder gesehen hat und auch die Kommunikation mit meinem Gast, wie das funktioniert, dann kommt man ja wirklich nicht aus dem Staunen raus. Und er hat gesagt, testen, probieren geht über studieren und also für mich, ich bin total überzeugt, das muss man versuchen. Und wenn wir da wirklich etwas haben, was vielen Menschen da draußen, auch in ihrem Familienkreis, im Verwandtschaftskreis, im Freundenkreis dienen und helfen könnte, dann wäre es schon super, wenn das Produkt wirklich das hält, was es jetzt gerade verspricht und wir hier etwas hätten, um wirklich im Gesundheitswesen eine Revolution auszulösen. Und ja, versuchen wir es. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.